So, bin jetzt schon komplett durchnässt. Ich bin ja nicht mal 5 Kilometer gefahren. Perfekt. Knapp 30 Kilometer vor mir. Let's go. So, letztes Stück. Muss man einfach schieben. Das ist viel zu steil. Auf 500 Meter. Dann bin ich da. Aber. Boah, das zieht sich gerade richtig. Puh. So, hier sieht man mein Schlafsetup von der Nacht. Tarp über die Hängematte gespannt, weil anders konnte ich es jetzt auch auf die Schnelle nicht festmachen und es wurde schon dunkel. Und es sollte regnen die Nacht und das hat es auch und das Tarp hat nicht viel gebracht. Es war alles klitschnass, sonst hätte ich mich da eingepisst, aber naja. War nicht die beste Nacht, ich habe echt wenig geschlafen und Schlafsack war nass, Isomatte nass, Hängematte nass. Alles nass. Und es war immer noch am Regnen den ganzen Morgen. Und keine Chance, das trocken zu kriegen. Also habe ich mich entschlossen, einfach weiterzufahren und zu hoffen, dass der Fahrtwind das irgendwie alles trocknet. Hier bin ich jetzt schon Richtung, beziehungsweise hinter Königswinter unterwegs. Und ja, wir hatten irgendwie nicht mal 8 Uhr morgens, glaube ich. Also fast kein Mensch unterwegs unter der Woche. Das war eigentlich echt ganz schön. So, hier nehme ich jetzt gerade die Fähre von Linz nach Remagen rüber. Für 1,50 echt günstig mit dem Fahrrad. Und ich hatte echt Glück, ich kam an, die ist direkt losgefahren. Ja, und dann ist man relativ schnell auf der anderen Rheinseite. Ja, und dann ging es auch schon weiter. Da musste ich noch so einen riesen Umweg um so einen Park rumfahren, weil die Flut da eine Brücke weggeschwemmt hat und man da nicht mehr durchkam. Das waren bestimmt nochmal 5 Kilometer extra. Aber gut. Dann ging es erstmal sehr, sehr lange am Rhein lang. Eigentlich echt eine schöne Strecke. Aber hat sich gut gezogen, auf jeden Fall. So, hier hat es jetzt gleich richtig angefangen zu schütten. Da musste ich mich unter einem großen Baum da verstecken. Aber es hat auch nicht viel gebracht. Trotzdem klitschnass geworden und ich habe meinen Tarp über mein Fahrrad gespannt und es hat alles irgendwie nichts gebracht. We'll be right back.
hier sieht man jetzt 34 Minuten noch bis zum Ziel. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mir schon ein Wellness-Hotel gebucht, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe keine Power mehr, also ich brauche Erholung und ja, man sieht ja auch, wie langsam ich da unterwegs bin im Endeffekt. Ja, das war trotzdem noch ein Kampf, da hinzukommen. Bin zwar schon an der Mosel unterwegs, das Hotel war in Löw, war auch echt nice. Ich habe leider nicht gefilmt, aber ich blende gleich mal ein paar Fotos ein und ja. Das hat auf jeden Fall mega gut getan, weil ich war so platt auf jeden Fall. Es waren 80 Kilometer. Ja, und das war auf jeden Fall der längste Trip, den ich jemals an einem Tag mit dem Fahrrad gefahren bin. Ich bin auch so oft nass geworden und so, hatte irgendwann keine Kraft mehr. Und da kam das Wellness-Hotel genau rechtzeitig. Das war auf jeden Fall echt nice. Moselstern zum Krähennest hieß das, glaube ich. Und ja, die hatten echt viele Saunen, Pool und geiles Frühstück. Danach am nächsten Tag ging es erholt weiter zur Burg Eltz. So, hier war ich jetzt auf dem Weg zur Burg Eltz. Das letzte Stück musste man zu Fuß gehen. Musste mein Fahrrad oben stehen lassen und ich, Idiot, hatte kein Fahrradschloss dabei. Deswegen musste ich den Parkplatzwächter bequatschen, dass der auf mein Fahrrad aufpasst. Aber der war so korrekt, der wollte nicht mal Geld haben. Und ja.
Also das war Burg Elz. Ich habe da noch eine Burgführung mitgemacht. Die durfte man aber leider nicht filmen und ja, die war eigentlich auch ganz nice. Allerdings 12 Euro Eintritt, bisschen happig, aber naja, lohnt sich. Wenn man schon mal da ist, kann man es mitnehmen. So, hier bin ich jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Und hier sieht man mal, wie ein Google Maps manchmal hart verarscht. Man fährt einen schönen Berg runter, denkt sich nichts Böses dabei. Oh, hier ist ja ein Weg. Und dann kommt das. Ja, das heißt dann wieder alles hochschieben. Super geil. Und hier fuck ich mich wahrscheinlich gerade darüber ab, wie scheiße Google Maps manchmal ist. So, und jetzt bin ich auch schon auf dem Weg zurück zur Bahn. Hier oben nochmal der letzte Ausblick von den Bergen. Dann ging es für mich noch nach Koblenz. Ich habe die Altstadt noch ein bisschen ausgecheckt und dann mit der Bahn zurück nach Köln, von Köln nach Lösgrad und ab nach Hause.